Blessings Family, willkommen im Tutorial um den Autopilot von Airbus A320 NX Fly-by-Wire Stable Version. Ich bin Millicopter, the Party Pilot. Nun sind wir hier auf 7000 Fuß. AP1 Autopilot ist aktiv und das schauen wir uns genau an. Bei Speed, bei Heading haben wir Striche, bei Altitude haben wir eine Zahl, bei Vertical Speed haben wir Striche. Was bedeutet das? Unser Autopilot befindet sich im ausgewählten Modus. Dazu gibt es noch einen verwalteten Modus, wenn wir ohne Flugplan oder ohne Daten fliegen und Höhe wie Speed und Heading immer selbst eingeben müssen. Das ist die Stärke vom Fly-by-Wire, ausgewählten Modus. Wir können alles nur eintippen und der wählt die Geschwindigkeit, Sink- und Steigrate, wie die Höhe dann fast wie selbst aussieht. Wir beginnen links. Wir haben Speed, Heading, Altitude und hier haben wir einen Knopf, um umzustellen auf Mach oder um Speed. Wir haben ein Rad einzustellen für unser Speed. Aktuell sind wir auf 250 im ausgewählten Modus. Heading sind wir auf Kurs. Könnten wir sonst hier auch noch eingeben und unser Heading ändern. Dann haben wir Altitude 7000 Fuß und das haben wir ja auch. Vertical Speed brauchen wir nicht. Wir haben hier noch den Auto Throttle, macht der automatisch Speed. Und dann haben wir hier links den Localizer für einen Localize-Anflug. Für einen ILS-Anflug haben wir einen Approach. Das heißt im Final schalten wir dann hier um für den Approach. AP2 ist für Autoland, was aktuell noch so instabil ist. Kurz und knackig, hier zum Autopilot, ganz einfach, neue Höhe. Dann stellen wir die neue Höhe ein, zum Beispiel Flight Level 100. Wir ziehen diesen Stick, um den neuen Höhenmodus zu aktivieren. Er entscheidet selbst, mit wie viel Vertical Speed er steigen oder sinken will. Er steigt jetzt bis auf die 10.000 Fuß. Und wir können auch da direkt auch gleich wieder sagen, ne, steigen nochmal runter auf 7.000. Er kippt runter. Speed. Soweit dazu zum Autopilot. Kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Nicht vergessen, Daumen hoch. Nicht vergessen zu abonnieren für weitere Tutorials. Nicht vergessen, unten im Link Twitch. Schau mal beim Livestream vorbei und bis dahin. Vielen Dank nochmal und man sieht sich. Billy Captain, Party Pilot.